Die Erinnerung ist noch präsent in Frankfurt. Berlin. Olympiastadion. DFB-Pokalfinale. Und auch wenn es für die Eintracht in der vergangenen Saison am Ende gegen Borussia Dortmund schief ging, so braucht Niko Kovac keine besondere Motivationsspritze vor dem Viertelfinale gegen Mainz 05. Wir alle wissen noch, wie schön es ist, im Finale zu stehen, sagt der Trainer der Hessen, die den Nachbarn aus Rheinland-Pfalz am Mittwoch, 18. Uhr, live, bei kicker.de, erwarten. Und keinesfalls unterschätzen wollen. Denn, so findet Kovac, Mainz hat nicht die Punkte, die sie haben könnten und müssten. Anführungszeichen: Die 05er sind nach dem 0:2 gegen den FC Bayern in der Liga auf den Relegationsplatz abgerutscht. Das war am Samstag. Tags darauf gastierte Kovacs Team in Augsburg und musste eine schmerzliche 0:3 Niederlage einstecken. Das war nicht die Eintracht, die wir in den 20 Spielen zuvor gesehen haben, weiß Kovac. Das Mantra lautet: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ob er nicht auch ein bisschen froh sei über einen Dämpfer zur rechten Zeit, wurde der 46-Jährige gefragt. Das rang ihm ein Lächeln ab. Keiner verliert gerne. Anführungszeichen: Die Niederlage zeige aber, dass man weiterhin Spiele verlieren werde. Soweit, so normal. Anführungszeichen: Ich kann nachvollziehen, dass viele träumen. Aber erzählen können wir viel. Bevor wir punkten, müssen wir arbeiten. Die Analyse der Pleite bei den bayerischen Schwaben dürfte ob des engen Zeitplans nur wenig Raum eingenommen haben. Ich habe klipp und klar gesagt, woran es gelegen hat, erklärt Kovac, der ob eines Tages weniger Regenerationszeit als der Gegner nicht jammern will. Wir haben die Möglichkeit, den einen oder anderen ganz frischen Spieler zu bringen.